Whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich eine Neuvorstellung für Sie, einen Single Malt Whisky aus Schottland, den es noch nicht so lange gibt, und zwar den Glen Grant mit 16 Jahren. Ja, und wer kennt ihn nicht, den Glen Grant Single Malt Whisky, den es in nahezu jedem Supermarkt in Deutschland gibt. Allerdings trägt er keine Altersangabe und vom Preis her bewegt er sich eher im untersten Segment, sogar noch billiger als der Marktführer im Single Malt Whisky weltweit, der Glenfiddich mit 12 Jahren. Ja, da liegt der Glen Grant ohne Altersangabe deutlich drunter. Ich meine, es wäre so um 2009 gewesen. Da brachte die Brennerei Glen Grant einen neuen 10-jährigen Single Malt Whisky raus, der nun den ohne Altersangabe nach oben hin erweitern sollte. Die Genießer haben schon lange darauf gewartet. Doch Design und Alter ist wohl zu dicht an dieser Flasche ohne Altersangabe dran, dass der richtige Erfolg sich, zumindest mal aus unserer Sicht von The Whisky Store als Spezialitätenhändler, nicht so wirklich einstellen wollte. Mag auch daran liegen, dass es in Italien, meine ich, wäre es gewesen, relativ junge Glen Grants in großer Auflage gab. Ja, und das waren auch Einsteiger-Single Malts. Es begann bei Glen Grant, ich meine, vor so um 2006, 2007, dass man jetzt neben diesen ganz normalen Glen Grants auch mal was etwas Besseres abfüllte, und zwar einen 1992, den wir hier im The Whisky Store auch schon mal geführt haben, aber der war leider relativ schnell ausverkauft, es wurde nicht wirklich viel abgefüllt. Dann erschien ein Glen Grant zu einem Geburtstag der Brennerei, ich meine, es wäre das 175-Jährige gewesen, bin mir dabei nicht ganz sicher. Und es gibt natürlich Glen Grants von unabhängigen Abfüllern und da allen voran Gordon MacPhail. Und die haben uralte Glen Grants im Angebot und da habe ich schon mal hier einen oder mehrere probiert. Die blende ich Ihnen jetzt nacheinander ein. Ganz, ganz tolle, uralte, herausragende Single Malts. Und meine Hoffnung ist, dass dieser 16-Jährige aus der Brennerei selbst an die Qualität und die Klasse dieser alten Single Malt Whiskys zumindest mal erinnert oder anknüpfen kann. Denn 16 Jahre sind ja schon mal ein sehr ordentliches Alter, wo man schon ein bisschen was erwarten darf. Was erwarte ich mir vom Glen Grant mit 16 Jahren? Ich erwarte mir etwas mehr Reife, etwas viel mehr Reife mit deutlichem Holzeinfluss. Das Eichenfass, die Tannine aus dem Eichenfass sollte man schon ordentlich spüren, aber auch die Jugend, die Sprittigkeit, die leichte metallische Jugend des Glen Grant mit 10 Jahren Alter, die sollten überhaupt nicht mehr zu finden sein. 16 Jahre ist schon was. Das Schöne am Glen Grant mit 16 Jahren, er ist nicht so teuer, man kann ihn sich leisten. Ja, und die Brennerei Glen Grant ist wohl so gut mit ihren Fässern bestückt, dass man hiervon jetzt auch mehr verkaufen möchte und deshalb der Preis relativ kundenfreundlich gehalten ist. So, angenehm fällt auf jeden Fall schon mal auf, dass der nicht nur die üblichen 40 Volumenprozent als absolutes Minimum einer Spirituose eines Whiskys hat, sondern 43 Volumenprozent, man hat also ein bisschen mehr zugegeben, es deutet also auch schon hier auf dem Etikett an, dass etwas mehr ist. Und dazu schreibt man Intense Ripe Fruit, ja, intensive, reiche Früchte, Lingering Finish, also langer fließender Abgang. Was schreiben Sie hinten noch drauf? Ach ja, Glen Grant ist immer verbunden mit dem The Major, das war also ein pensionierter Major, der diese Brennerei geerbt hat, im Alter von 25 Jahren, in der schottischen Stadt Rothes, in der Speyside. Und der hat diese besonderen hohen Brennblasen von Glen Grant designt, mit Purifiern da dran. Das sind diese Auswölbungen, die können Sie hier dann im Foto sehen. Die blende ich da extra ein. Und das soll den Single Malt also deutlich weicher machen, indem die aufsteigenden aromatischen Alkoholdämpfe sich an diesen Purifiern, an diesen Auswülstungen stärker abkühlen und wieder zurücklaufen und dann nochmal destilliert werden, wieder zurücklaufen, nochmal destilliert werden, bis dann irgendwann die Sache heiß genug ist und über den Kopf oben abdestilliert wird. Also dafür sind diese Dinge da. Ja. Ach, und wenn man die Brennerei Glen Grant schon besichtigt, dann sollte man auf jeden Fall auch die Gärten der Brennerei besichtigen, die direkt dahinter liegen. Da kann man also auch eine schöne Stunde drin spazieren gehen. Wunderbar. Ob man das nun vor oder nach dem Tasting macht, sei dahingestellt. So. Über die Farbe des Glen Grant kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, weil er leider immer noch gefärbt wird, um die unterschiedlichen Farben der einzelnen Batches auszugleichen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach 16 Jahren Reifung ist diese Farbe relativ natürlich, weil so dunkel ist er jetzt nicht. Lässt auch darauf schließen, dass nicht zu viele Sherryfässer mit in dieses Batch eingeflossen sind. Ja, ein betörender Duft nach Früchten, wirklich schön viel Frucht. Äpfel, Birnen, Pfirsiche und eine leichte Zitrusfruchtnote, aber richtig intensiv, richtig viel. Mal schauen, dass wir hier, der Alkohol ist auch zu riechen, dass wir hier ein bisschen herausschütteln. Und dann lassen wir es wieder langsamer angehen. Hinter kommt jetzt Vanille und Karamell. Ja, und es wird süßer. Lassen wir es probieren. Eine richtig deutliche, starke Eichennote, wie man sie selten spürt. Zarte Bitterkeit dabei, richtig Tannine. Wirklich 16 Jahre gereift. Donnerwetter. Es bleibt fruchtig. Es kommt auch eine zarte Süße auf, aber die Eiche bleibt deutlich da, intensiv an den Backen. Richtung Gaumen. Also der versteckt sein Alter nicht. Donnerwetter. Spricht dafür, dass wir hier es mit einer ordentlichen Anzahl an Refill-Sherry-Fässern zu tun haben, weil die Farbe ist nicht so dunkel, dass es First-Fill-Sherry-Fässer wären und die starken Tannine aus der Eiche heraus, spricht also für europäische Eiche. Und das sind typischerweise also Ex-Sherry- oder Exportweinfässer, die ihre intensive Farbe schon beim ersten Füllvorgang verloren haben. Jetzt ist es süß und fruchtig. Und die Eiche verschwindet, hält aber im Hintergrund die Sache warm. Ja, wer also viel Eiche möchte, das ist der Richtige. Mir persönlich ist er ein Tick zu eichenlastig. Also, der wuchert schon mit seinen Funden. Ja, und wie immer freue ich mich sehr, wenn Sie im Internetshop nach dieser Flasche bei uns suchen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.